Nochmal so ein fieses Level. Ja, da müssen wir halt echt nochmal irgendwie gucken. Würde ich ja gerne eigentlich zusammen machen, dass wir halt die ganzen Türen nochmal aktivieren. Ja, dann kann ich auch immer das Level verlassen. Wenn wir die Tür haben, dann gleich zack raus. Torklippe. Was passiert denn hier nochmal? Sieht so aus, als wäre diese Klippenwand eine Sackgasse. Warte mal, Mario. Ich fühle eine unglaubliche Macht, die von den Royalstickern ausgeht. Ich glaube, irgendetwas geht da vor sich. Schau schnell ins Album! Ja, aber die Sticker? Alter, das ultimative Pentagramm. Wenn die Royalsticker gefunden wurden und die fünf Lichter die Wand erhellen, erst dann wird die Wahrheit enthüllt. Fünf Lichter, Wahrheit wird enthüllt. Darum ging es doch in den komischen Altstickerisch-Schwälzer, den wir in der Villa gefunden haben. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber gut, Cassie, dass du es noch weißt. Mario, enthülle die Wahrheit! Alles klar, ich werde sie enthüllen. Die limitierten Sticker verklebt. Oh! Also, das ist jetzt die Wahrheit. Bowsers Fratze des Bösen. Okay, alles klar. Ach du Scheiße. Hebt einfach ab. Bowsers Face! Das muss Bowsers Festung sein! Der letzte Royalsticker ist dort. Die letzte Schlacht steht uns nun endlich bevor. Auf zu Bowsers Festung, Alter. Aber wie sollen wir denn da hochkommen? Oder auch nicht. Das Ding hat sich jenseits der Wolken dort aus dem Staub gemacht. Und ich kann uns nicht in solche Höhen fliegen. Mario, du hast nicht zufällig irgendwelche Freunde, die so hoch fliegen können, oder? No. Toll. Du sollst einfach wieder abhauen? Let's go! Wir kennen doch keine Freunde, die fliegen können. Also eigentlich doch, Mario hat zum Beispiel Paracarry. Ja. Wiedersehen mit Paracarry? Ich glaube nicht. Okay, Welt abgeschlossen. Leute, jetzt tatsächlich müssen wir nochmal zurück zu Wiggler. Weil der hat sich inzwischen als Raupe ein bisschen gemausert. Er meint ja, er ist erwachsen geworden. Oder wie ist denn, ob man noch irgendwas vorher klären muss? Ich guck einfach mal. Leute, der Wiggler. Weil aus was? Was wird aus Raupen, Leute? Wenn die so richtig krass sind? So, gucken wir jetzt mal das Radio. Bab, bab, her mit der Mucke. Mann. Schön, dass sich Wiggler immer ein neues holt. Oh je, yeah, der Ghetto Blaster. Ghetto Blaster. So. Eine Motte? Nein, Mai. Ein wunderschöner Schmetterling. Nanu, Wiggler ist wohl gerade nicht zu Hause? Mario, Cassie. Flatter dankt euch für alles, was ihr getan habt. Flatter? Oh mein Gott. Wo sind deine anderen Segmente hin? Da fehlen zwei Segmente. Schon wieder? Na, was sagt ihr? Schaut euch das so an. Wiggler hat gegessen, bis sein Bauch ganz voll war. Und jetzt ist Wiggler zu einem Flatter geworden. Zu einer Flatter. Einer. Wow, ich hätte dich kaum erkannt, Flatter. Das muss deine wahre Form sein. Sie ist einfach wunderschön. Und was hast du da auf dem Rücken? Sind das etwa... Ja, genau, was du denkst. Flatter war auch völlig überrascht, Mann.
Vater hätte nie gedacht, dass sie irgendwann einmal am Himmel fliegen würde. Das Leben ist schon seltsam. Hat er irgendwie so eine kleine Gender Transformation vorher durchgezogen? Der hieß doch mal vorher, er ist Wickler, jetzt ist sie Flatter. Alter, Metamorphose ist einfach nur crazy, Leute. Einfach crazy. Das ist die Lösung für unser Problem, Mario. Lass uns einfach über die Torklippe hinwegfliegen. Sag mal, Flatter, können wir dich um einen Gefallen bitten? Aber natürlich, gar kein Problem. Nur dank euch konnte Wickler schließlich zu Flatter heranwachsen. Oh je. Flatter wünscht sich nichts sehnlicher, als euch diesen Gefallen erwidern zu können. Also wird sie euch auch dorthin bringen, wohin ihr wollt. Wow, du bist ja wirklich erwachsen geworden. Danke, Mann. Und dein Angebot nehmen wir natürlich auf jeden Fall an. Mit Vergnügen. Geil, Leute. Alle Mann an Bord für den Flug über die Torklippe? Seid ihr ready? Absolut, Leute, absolut. Juhu, dann fliegen wir los. Passt nur beim Aufstieg ein bisschen auf, ja? Oh. Oh, wie süß, oder? Ja, das ist genau wie früher. Wisst ihr noch damals, als Wickler euch zu dieser vergifteten Insel gebracht hat? Das war crazy. Sag mal, Vetter, du weißt aber, dass dieses damals eigentlich erst vor ganz kurzer Zeit war, oder? So ein paar Parts ist es nur her. Ach, wirklich? Die Erinnerungen aus Vaters Kindheit fühlen sich so an, als lägen sie schon ewig lange zurück. Auf jeden Fall, Achtung, los geht's! Wie scheiße das aussieht. Ich fliege einfach als komisch kopfüber irgendwie. Voll geil. Nicht geil? Wir sind hoch über den Wolken. Bald sollten wir Bowsers Festung sehen können. Oh oh. Oh! Wow, 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 das war mein Haarschaf, meine Haarschaf. Oh, das Ding hat uns gerade angeflogen. Achtung, haltet euch fest. Oh nein. Ich hab dich erwartet, Mann! Und nicht er schon wieder! Bowser Junior! So, Mario, du hast es also bis hierher geschafft, wa? Weißt du, Papi war ganz schön sauer, als ich ihm erzählt habe, dass du mich einfach so verkloppt hast. Er hat getobt wie sonst was. Diese ganzen blöden Sticker können dir gestohlen bleiben. Mir geht's nur um Rache. Und dieses Mal werde ich nicht so nett zu euch sein. Ihr wollt diesen Kometen haben? Dann holt es euch doch! Du bist ja du kleine Göre. Wir werden diesmal auch nicht nett zu dir sein. Komm und hol dir deine Medizin ab. Hallo? Möchtest du zurück, Mann? Nee, jetzt nicht. Alter, Leute, was ist hier los? So. Oh, wow, wow. Montys. Die müssen wir auch irgendwie kloppen, weil die können... Die können... Auch noch ein Item droppen. Okay, feiern oder feiern. Oh shit, wie fallen die denn aus? Oh, Alter! So, komm, wir haben uns alle schön draußen. Das tun sie. Ah, jetzt so ein Mehrfach-Hieb, der wäre jetzt schön, ne? Warum halt nur die ganzen komischen Blätter? Die bringen ja nur Geld. Ich weiß doch auch nicht, was ich mir dabei nur gedacht habe, Mann. Oh yeah! Oh. Mein Hintern nicht erwischt, ey. Ihr da rausguckt. Ey, die ganzen Schuhe, habe ich die alle von dem Mutant-Tyrannaboss gekriegt? Die ganzen normalen Sohlen? Ich glaube schon. Daumen hoch. Die heißen Rocky-Schraubenschlüssel, Marcel. Was? Rocky Schraubenschlüssel? Wirklich? Leute, hat Chris Papiergeld, hat er recht? So, wie machen wir denn das jetzt mit diesen Eulen? Nochmal fire the hole. Oh yeah!
Ich will eigentlich nur, dass ich von denen... Mal den Schraubenschlüsselsticker, den will ich eigentlich noch haben für das Museum. Und dann werden sie ignoriert. Da steht's doch, stimmt, Rocky Schraubenschlüssel. Aber das, wenn wir die Gegnernamen durchlesen. Die sind schon völlig ausgeblendet. Versteht ihr das denn nicht? Ich blende aus. Oh, ganz schön viel Schaden mit ihren neuen Schraubenschlüsseln. So, wie soll man so ein Ding ausrücken? Der Bam. Au, yeah, au, yeah. So, mal ein bisschen hier ein bisschen entmüllen. Plopp. Aua, au, yeah. Mann, ey, das war crazy. So, komm, jetzt drop mal so ein Ding. Yeah! Okay, alles klar. So, dankeschön. Schraubenschlüsselsticker. Türsticker. Ist das Level auch abgeschlossen? Ihr wisst schon. So, ich glaube, bei dem anderen Level, da hab's ja keine Tür denn, ne? Geht ja auch gar nicht. Oh. Oh. Das mag ich gern. Oh! Ah, den hatte ich schon, ne? Okay, der war einfach mal, da gibt's hier mal keine Dingse. Da oben. Da oben ist der olle Bowser Junior. Guckt ihn euch an, da oben ist er! Dash! Dum, bum, dum, 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 bum. Boom. Oh, da kommt der Eisball angeflogen, ey. Habe ich zufällig noch einen Panzer? Natürlich nicht. Aber ich hab Feuer. Puff. Einfach Puff gemacht. Und jetzt Cash. Lass du. Schweifsticker. Aua. Arsch. Sorry, das ist immer so beleidigend, wieder Leute, aber die machen mich einfach wütend. Ja, da übelst viel Scham, weil er aus Eis ist. Oder so ein Eis. Wow. Oh, guck mal, Leute, Bowser Juniors Fassade hier. Oh. Oh, schöne Heilung nochmal mit die Krichtlei. Sehr nice. Bob-Bombs? Bob-Bombs? Was wollen die denn? Oh, Eis ist doch auch stark, oder? Nicht stark genug! Oh, schnell! Zu schnell. Super! So eine Schraubenschlüssel am Kopf tut doch richtig weh. Ja, schon. Mario muss immer wegstecken. Wegtanken. So, dann kann ich hier lang. Oh, ist noch eine Treppe nach unten. Ah, da geht's auch irgendwie nach draußen. Oha. Also das Schiff infiltrieren ist ja okay, aber... Oh! Kanone ausgefahren! Das ist hier doch der richtige Weg, ne? Oder? Warte mal, ich guck mal schnell nach draußen. Geh auf jeden Fall noch. Wow! Okay, ich muss nach oben. Die Kanone haben wir jetzt ausgefahren. Alles klar. See good way? See good way? No. Kann die Kanonen eigentlich angreifen? Na, besser nicht. Die sind auch wieder viel zu stark. Und warum? Die geben mir doch nichts. Gefetzt, ey. Die Bomben! Oh Mann, ey. Ach Mann, ey. Wieso eigentlich immer ich? Wow, wow, wow. Super.
Das war fantastisch, Gordon. Einfach perfekt. Raus, 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 raus. Und eine Bombs! Shit! Eine Bombe hatte ich aber auch schon, ne? Hatte ich schon einen Bombensticker? So. Der Bowser Junior wird diesmal eine Taktik haben. Oh, Alter. So, diesmal war eine Taktik und da müssen alles wieder ein Sticker besonders hilfreich. Aber erstmal. Das weiß ich noch. Kanone flippen. Und schön selber abballern mit dem ganzen Schiff. Oh oh. Alter, wie fett die ist, ey. Oh. So. Und jetzt durchs ganze Schiff! Geil! Cool! Auch ein cooles Level. Und das ist der sehr entscheidende Sticker. Der entscheidend werdende Sticker. Davon haben wir zum Beispiel ganz viel. Warum er so entscheidend ist, der wollt ihr es wirklich wissen. Ich guck erstmal nochmal schnell. Kein Secret. Komm, die können nichts machen, Leute. Was sollen die machen? Wir verschonen sie. Die vielleicht nicht, weil die sind so fies. Die sind so fies, Alter. Oh, guck mal, was sind das denn für Gegner? Hallo Leute, was wollt ihr denn? Erstmal wegbrennen. Oh oh. Alter! Ich muss ja noch mal gucken, wie die nochmal heißen. Wie hieß die nochmal? Bobble Bobbles oder so? Ach, Boxbolt. Boxbolt. Mal ein bisschen twisten, ein bisschen twisten. Ich muss davon noch über 40 hinkriegen, ey. So, denkt man, der ist dann down und der andere wird K.O. gesprungen. Alter! Leute, habt ihr das gesehen? Man kann die nicht angreifen? Ey, man kann nicht springen? Okay, jetzt, weil sie jetzt wieder ruhig sind, ne? Bestimmt jetzt, weil sie jetzt haben sie sich beruhigt, jetzt kommen sie erstmal down. Ey, was ist da denn los? Auf alle Leute! Das war crazy. Schon wieder. Boah. So. Was mit der jetzt auch noch so ein paar Typen da hat. Egal! Boah, 100 KP, wer kommt denn da? Alter, die Quattro Boys, Alter. Oh, shit. Ich hab jetzt mal reingecashed. Ich muss jetzt. Geil, jetzt habe ich es schon 8-mal geschafft. Fehlen noch 42. So, dann sind die ja jetzt tot. Hier so viel KP. Guck uns jetzt mal die Ziege an. Was die Ziege so macht. Und Quietsche-Entchen. Nee. Hammerin. Und ich weiß nicht, ob ich mich heilen muss. Ich muss mich nicht heilen, Leute. Oder? Sicher, sicher. So. Leute, was macht die Ziege? Ha ha!
Alter, crazy. Mann, ey. Boah. Voll krass, komisch geknopst. Das war lustig. Boah, das hört noch nicht auf, ey. Mist.